Ich denke mal, ich habe gerade den leichteren Weg erwischt. Ist diesmal ein anderer. Und der sieht auf jeden Fall besser aus. Ja. Ich konnte diesen einen Raum jetzt umgehen. Zeig mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Ich finde den Weg, die Sicherheitstür zu überwinden. Okay. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punkts wird bestraft ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hoch? Dadurch. Ich meine, wenn das jetzt hier nicht hält, dann das wäre jetzt ein bisschen doof, ne? Es scheint. Okay, doch. Doch, es geht, es geht. Ich brauche nur einen leeren Haken. Das Problem ist, ich habe jetzt nur noch einen Seilpfeil. Das heißt, ich sollte jetzt nicht daneben schießen. Es sah zumindest richtig aus. Was hätte ich denn sonst noch so? Allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Ja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Wache je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit? Recht habt ihr, Herr. Guter Mann. Ich bin sicher, wir, die unsere Arbeit verrichten, ohne Fragen zu stellen werden. Nein. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Schnitte am Handgelenk. Vermutlich selbst zugefügt. Wenn ihr mich fragt, gleicht ein Toter dem anderen. Das ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dobbs scheint auf einige von ihnen geschossen zu haben. Vermerkt ihr das auch, Herr? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde.
Wieso? Geralt, wieso kannst du dich an dem Ding nicht festhalten? Würgemale am Hals. Eine dilettantische Hinrichtung. Nicht unter. Oder soll ich jetzt hier eine Leiche schießen? Weil ich meine, er kommt doch auf jeden Fall da durch. Nur ich muss mich da oben irgendwie festhalten, weil das ist ja jetzt der Raum mit der verschlossenen Tür. Das heißt, ich muss entweder an einen Haken oder an eine Leiche dran. Aber da ist ja kein Seil dran. Das ist es ja. Also ich hätte gedacht, er könnte sich jetzt irgendwie hier so an einem... Der hier ist schon länger als ein paar Tage tot. Kratzer an Haken festhalten. Natürlich, jetzt geht's. Nachdem ich 50.000 Pfeile verschossen habe, lässt er mich das jetzt auch mal machen. Nett. Vielleicht war ich nicht nah genug dran gestanden. Auf jeden Fall geht's jetzt gut vorwärts. Da ich hier jetzt erstmal dran hängen bleiben kann. Und hier ist jetzt gerade keine Wache mehr in Sicht. Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten... Oh, schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. In dieser Stadt ist nicht nur das Trockenfleisch trocken. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Liebesfänger General Zöpf. Bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Wolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. Oh Gott, stiehl den Ring vom General. Die drei Tage sind um. Her mit dem Geld. Die Wette ging darum, dass der General jemanden schlägt. Nicht, dass er ihn tötet. Doppelt oder nichts. Hoffentlich trifft es nicht mich.
General wollte diesen Ring schön. Was war so besonders? Das will ich gar nicht wissen. Du fragst nicht so viel, wenn dir deine Zunge lieb ist. Trotzdem, ich habe noch nicht viele Leichen mit Ringen gesehen. Hey, meinst du, wir sollten auch nach weiß schon. Penisring so suchen? Was zum Henker ist ein Penisring? Das ist ein Ring für weiß schon. Dein bestes Stück. Willst du mich verarschen? Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also die reichen jeden. Wusstest du das nicht? Hilf dir, ein Buch zu kriegen oder so, mein Gott. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich krieg ihn trotzdem auf. Oh Gott. Oh, solche Spiele mag ich überhaupt nicht. Okay. Ich bin nicht so gut in solchen Puzzlespielen. Das ist das Problem. Das sieht aber bis jetzt gerade alles passend aus. Nee. Nee, nee, nee. Das passt ja schon so. Ah, jetzt. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Cornelius. Öffnet die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es sein muss! Dieb! Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Sollten wir uns mal beeilen. Gerrit, komm schon. Lass mich nicht hängen. Oh. Ich könnte schwören, ich habe den Gefallen. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Ich gehe rein. Du schuldest mir was, Feigling. Was ist mit dir in deinem Kopf passiert? Ich wusste nicht, dass du jetzt hier langläufst. Hi, Buddy. Gerrit! Gerrit! Geh doch da hoch! Hallo! Wieso geht er nicht da hoch? Alter, hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Ey, wenn ich jetzt sterbe. Ja, du bist tot. Ja, danke fürs Gespräch. Ich hab L2 gedrückt. Wieso ist er denn da nicht hochgesprungen? Das geht doch eigentlich trotzdem. Das hatte ich doch schon. Auch wenn die Wachen dich gesehen haben, konnte er über alles ganz normal drüber klettern.
Okay, das fand ich jetzt etwas komisch. Alles klar. Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Jetzt sehr, sehr komisch, dass er da jetzt nicht hochgegangen ist. Schnauze. So, nochmal. Ich will das jetzt wissen. Halt's mal. Siehst, ja, ich wusste doch, dass es geht. Vielleicht war das Problem, dass die Wache noch ein bisschen davor gestanden hat. Dass Gerrit deswegen da nicht hoch konnte, tja, aber. Wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Trotzdem merkwürdig. Oh shit. Ich hätte mir das jetzt einfacher vorgestellt. Abgeschlossen, Staub zu Staub. Jäger, du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Ja, das war sehr, sehr offensiv diesmal. Gut. Aber hey, wir haben es geschafft, wir haben den Ring. Gucken wir mal, was Barso dazu zu sagen hat. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Wie lange war ich denn weg? Anscheinend sehr lange. Trifft Barso im Black Alley. Das ist unser nächstes Ziel und darum kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.